Hallo und herzlich willkommen zu einem Heist, und zwar den etwas neueren Heist, gut, nicht ganz neueren, den Tecalico Heist, oder? Ja, glaube so müsste das theoretisch heißen. Ja, dann wollen wir mal schon mal losschwimmen. Wir versuchen das still und leise und heimlich reinzukommen, um halt den Diamanten rauszuholen. Das Schwimmen dauert jetzt ein bisschen, deswegen. Ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn wir da vorne sind. So, wir sind jetzt am Tunnel. Sorry, wenn ich das am Anfang jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt habe. Aber ja. Geht natürlich an, halt still und leise hier reinzukommen. Abwassertunnel finde ich am besten, überhaupt reinzukommen. Man kann jetzt halt noch von außerhalb, aber das ist ein bisschen schwieriger, weil wir dann mit ein paar Leuten mehr wegmachen. Aber ist egal. So. Müssen natürlich erstmal alles komplett aufschweißen. Das dauert einen kleinen Moment. Zack, sind wir drin. So. So, wir sind jetzt gleich drin. Komm, Gas, 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 Gas. Oh. Und eh. So, jetzt steigen wir aus dem Wasser raus und schon befinden wir uns in Anwesen. Sonst müsstest du, glaube ich, mit dem Kletterhaken rausgehen. Wir hatten das ja auch schon gestreamt, wer sich doch daran erinnern kann. Links kann ich gerne mal unten in die Kommentare hauen. So, dann kann ich mal die Videobeschreibung packen, wo das halt rauskam. Wir haben aggressive Waffen, heißt Granaten, viel mit Schalldämpfer, weil Schalldämpfer relativ wichtig ist, um halt hier Leute lautlos zu killen. Wie zum Beispiel so. Und da war schon die erste Schlüsselkarte, was wir natürlich brauchen. Man kann den da oben killen, aber ich lasse ihn am Leben. Da ich halt relativ unsicher bin mit den Schießen teilweise. Aber das sollte ja, denke mal, relativ kein Problem jetzt sein, wenn die sich nicht so hart bewegen. Oh, es ist mal kurz warten, bis der eine da weggegangen ist. Natürlich. Warte, X. Karte ein bisschen größer. Die laufen jetzt alle da so weit lang. Es gibt natürlich einen mit dem Totenkopf, der hat natürlich ein größeres, nochmal so, glaube ich, müsste es ein MG sein, was er in der Hand hat, das große. Ich glaube schon. Was halt ordentlich Schaden zufügt und dem man lieber aus dem Weg gehen sollte. Fürs Erste, man kann den killen. Dauert ein bisschen aber. Und bis dahin wurde die dann halt entdeckt. Gucken, wo man den sehen kann. Da kommt schon der nächste da um die Ecke. Müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht entdeckt werden, weil ich will es versuchen, halt ohne entdeckt die 1,3 Millionen rauszuholen. So, jetzt kann man nämlich zum Tresor flitzen. Zack, 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 zack. An dem Bein vorbeischleichen. Das ist eigentlich so gesehen der beste Weg, was man machen kann. Bis einmal mal kurz warten, bis die Kamera geschwenkt hat. Halt ein kleiner Tipp: Wir hatten das ja mal ausprobiert, viele Kameras platt zu machen. Das hat die ausprobiert, haben es einfach so gemacht. Da ist halt passiert, dass dann halt die Wachen dann aufmerksam geworden sind. Aber gut, ist halt so. Und jeweils die Schlüsselkarte zum Beispiel ist bei. Jedes Mal, wenn ihr das halt macht, immer unterschiedlich bei allen. Meistens ist es auch bei den beiden oder den ich halt gerade gekillt habe als erstes. Und ja, wir können weiter. Die Kamera hat sich gedreht. Sehr gut. Den hier finde ich jetzt halt relativ schwer, weil der läuft. Und das ist halt Leute beim Laufen zu erschießen für mich ein bisschen schwieriger, da ich nicht so der Pro in Schießen bin. Aber es hat funktioniert. So. Der da oben ist nicht aufmerksam geworden, den erschießen wir, denke ich mal, später.
So, natürlich, hier drin ist einer und da oben ist einer. So, den da oben, den kriegen wir von hier unten. Könnte man von hier unten erst schießen, die halt gut ins Schießen sind. Aber ich eher nicht. Gut, der geht weg. Heißt, wir können uns halt den hier oben schnappen. Schon unter Vorbehalt. Man kann halt eigentlich immer jedes Mal den halt allein, also den heißt immer alleine machen, halt immer die Sachen rauszuholen. Gibt fünf Sachen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Waren die Wertpapiere, die Diamanten. Oh, da ist der Torschlüssel, den brauchen wir später. So, jetzt eigentlich relativ easy durchzukommen. Wir holen kurz den Schlüssel und gehen unten rein. Müsste von der Zeit her passen. Man kann auch oben rein, obwohl oben wäre eigentlich sinnvoller wegen dem Tresor. Weil den Tresor, den wollen wir dann natürlich auch schon mitnehmen. Sonst hätten wir ja nur die 1,3 Millionen und das ist eher nicht so der Fall, den wir eigentlich machen wollten. So, mal kurz auf den warten. Zack. Der läuft halt immer von hier bis nach da oben. Oben wartet man, man kann ihn halt von da unten halt treffen. Aber ich hatte immer Pech, dass ich immer gegen das Gitter geschossen habe. Dann wurde ich halt entdeckt. So. Wir befinden uns hier im Chefbereich. Seine Schlüsselkarte, hier der Tresor. Das sind immer unterschiedlich Geld drin, weil jedes Mal, wenn es halt immer macht. Gucken, wie viel diesmal sind. Und. Ah, 60.000. Ist okay. Safe Hammer. So. Das habe ich immer als erstes überhaupt nicht gecheckt, wie das halt ganz genau funktioniert. Relativ simpel geworden. Natürlich läuft die Zeit. So. Zack, zack. Nee. So. Zack. Schon meinen ersten Fingerabdruck. Natürlich müssen wir drei Stück machen. Wie ihr oben sehen könnt. Oh, das passt auch. Oh. Oder? Ah, doch, müsste eigentlich passen. Moment. Muss das ein bisschen anders angehen? Wollen wir den haben, dann kommt der. Okay. Ein Fingerabdruck zu machen ist halt nicht so ganz mein Fall. Das machen meistens immer die anderen, also Chris und so. Aber mittlerweile habe ich es auch ein bisschen drauf. Also so ein bisschen. Kann ja schon mal unten machen. Das ist halt ein sehr komischer Fingerabdruck. Also so. Ne. So. Moment mal. Eins, zwei, drei, vier. So. Das sind auch vier. Eins, zwei, drei, vier. Hä? Passt irgendwie gerade nicht. Oh, wir sollten einmal kurz abbrechen. So, das. Dann kommt der. Nee. Oh. Ah, jetzt. Okay. Hat wohl doch ein bisschen gedauert jetzt gerade. Geht natürlich schneller. Aber zum Glück kein Alarm ausgelöst. So. Sehr gut. Fahrstuhl.
So, da ist natürlich unser Diamond. Man kann auch zum Beispiel da was drin finden, aber da ist er. Die an. Oh, hier ist er. Oh. Oh, dann wollen wir. Ach, Bild ab. Müssen wir natürlich auf die Temperatur achten, dass es nicht so heiß wird, dass wir halt durch durch das Glas kommen. Zum Beispiel so wie jetzt. Das wird ein bisschen zu heiß. Müssen wir kurz warten, bis es abgekühlt ist. So. Spielen pinken Diamanten. Jetzt haben wir es endlich durch. Da haben wir den Hauptziel erledigt. 1,3 Millionen. So, jetzt kann man halt machen, dass man halt zum Beispiel hier reingehen kann. Man braucht aber zwei Leute leider. Und das ist ein bisschen blöd. Na gut, ist halt so. Man kann auch von unten reingehen, aber dann hat man den Tresor halt oben nicht. So. Aber hier unten ist halt ein Fingerabdruckscanner und gut. So, von der Zeit her sind wir noch relativ gut. So, jetzt ist halt, es kommen neue Wachen. Und gerade läuft der mit den MG hier lang. Ist halt auch relativ gut. Jetzt müssen wir halt zum Haupttor, um da wieder rauszukommen. Müssen wir kurz warten. Bis der jetzt da hochgegangen ist, dann nach hinten raus. Wenn das soweit erledigt ist, können wir mich hochspringen. Hier natürlich lang. So, der ist halt ein bisschen tricky, finde ich. Oh, geht eigentlich. Tür entriegeln. Fluchtpunkt natürlich halt. Jetzt können wir ganz schnell rausgehen, da wir jetzt gerade keine Möglichkeiten haben, um die anderen Sachen halt rauszuholen, weil die Taschen sind natürlich begrenzt. Man muss da ein bisschen darauf achten halt, obwohl halt auf der Insel sehr, sehr viel an Beute ist, die man angeblich rausholen kann. Mit 4 Leuten ist halt nicht so ganz der Fall, aber naja. So. Zack. Jetzt könnten wir zu den Docks gehen, was ich dann halt immer mache halt, rausschwimmen. Kann man. Also ich habe es mal probiert, man kann halt, aber wir müssen halt wahrscheinlich den Punkt dann unten halt nehmen. Aber auf dem Wasser ist halt ein bisschen schwieriger. Ich weiß jetzt nur nicht, ob man halt komplett rausschwimmen kann. Weil es ging ja mal. Also halt. Oh. Au. Zack. Ja. Komm. So, jetzt ist heißt einfach entkommen. Natürlich wird jetzt der Helikopter losgeschickt. Ja, vorbei, dass du ein Bild ankommt und es müsste so funktionieren halt, dass man halt so entkommen kann. Normalerweise klappt's. Also nur theoretisch. Weil wir hatten das ja mal probiert, dass einer dann halt zum Ziel, zum End Punkt dahin gekommen ist. Aber Kai Perico.
Ich glaube, ich habe das am Anfang falsch gesagt. Sorry an dieser Stelle dann nochmal, aber gut. Aber wollte auf jeden Fall mal den Heist an euch so zeigen. Ich hoffe, es klappt, dass man auch so entkommen kann, ohne dass man da unten hin muss. Aber länger wollte ich mich jetzt da eigentlich nicht aufhalten auf der Insel. Passt das immer noch oder? Ja. Den Heist kann man halt zum Glück alleine machen. Nicht die anderen, nicht so wie die anderen heißt, aber gut. Komm, ich tauch schneller. Ist jetzt gerade ein Versuch. Ja, der erste Versuch, dass man auch so abhauen kann. Ohne dass man da unten da entkommen muss. Normalerweise müsste es gehen. Komm schon. Bin doch eigentlich schon weit genug weg, oder nicht? Es funktioniert auch so. Also, ihr müsst da unten nicht zu den Docks hin. Ihr könnt einfach so gesehen rausschwimmen. Gut, das war so gesehen der Heist. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen. Könnt ihr noch Tipps in die Kommentare hauen, was man halt da noch so ein bisschen verbessern kann. Und ja, Elite-Haushalt, den haben wir leider nicht geschafft. Gut, ist halt so, machst du nix. Aber wir haben die vollständige Beutetasche. Gut, die haben eigentlich nicht komplett gar nicht gefüllt. Wir haben eigentlich nur das rausgeholt. Man kann die Beutetasche auch noch voll machen, ist okay. Aber für mich reicht's. Das kann ich jetzt halt jedes Mal machen. Gut, bedankt fürs Zusehen. Haut rein, das ist jetzt ein weißes Bild. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Wir sehen uns ja in den GTA-Livestreams oder in der Eventwoche. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.